Willkommen zurück. Im heutigen Video geht es um ein weiteres Filmauto, und zwar den 1995er Mitsubishi Eclipse aus der Filmreihe The Fast and Furious. Das Ganze natürlich in 1:18 und von Erte. Ja, zum Karton, ja, ganz gewöhnliche schwarze Box mit, ja, einem Verweis auf den Film und, naja, und einem Sichtfenster. So, dieses Auto gibt es in zwei Versionen. Einmal die normale Version und einmal die Street Glow Version, die wir hier heute haben. Die ist schon etwas spezieller, etwas seltener. Und bei der hat man hier vorne eine kleine Öffnung. Ja, wie man hier sehen kann, kann man hier reinfassen. Und hier steht Try Me. Und da kann man hier unten unter dem Auto einen kleinen Knopf betätigen. Und dann sieht man schon, jawohl, das Auto hat Unterbodenlicht. Ja, das hat nur die sogenannte Street Glow Version. Und ja, ist natürlich ein extrem cooles Feature. Und ja, jetzt packen wir das Auto mal aus und gucken uns ihn mal genauer an. So Leute, da ist er dann auch schon. Ihr seht schon, echt cooles Modell. Ja, wer die Filme kennt und vielleicht Fan von den Filmen ist, der wird diese Autos natürlich lieben. Ihr seht schon, extrem cooles Grün. Ja, und auch sehr aufwendig bedruckt. Also macht schon ein bisschen was her. Ja, wer die Autos natürlich von RT kennt, der weiß, dass die, naja, qualitativ nicht ganz so hochwertig sind. Aber naja, hier handelt es sich halt um ein Filmauto und da bietet RTL mit diesem Modell nun mal die aktuell beste Version auf dem Markt. Und ja, deswegen habe ich den halt. Ja. Zum Auto, ja, die Front extrem aggressiv. Motorhaube ist in einem leichten Satin-Finish, würde ich sagen, also so leichtes Mattschwarz soll das darstellen, deswegen glänzt das nicht so. Ja, im Vergleich zum Dach ist das schon ein bisschen anders. An sich hat das Auto schon ein sehr gutes Lackbild. Nicht ganz so perfekt wie bei manchen anderen Herstellern, aber es ist okay. Ja. Felgen verchromt, drehbar und auch lenkbar. Macht auch alles einen sehr soliden Eindruck. Ist halt eins der Modelle, wo sich das Lenkrad nicht mitbewegt. Ja, das macht es bei dem halt nicht. Und ja, Türen lassen sich natürlich auch öffnen. Ja, ihr seht schon, recht einfach erhaltener Innenraum. Ein bisschen grau, ein bisschen schwarz. Die kleinen Zusatzinstrumente. Ich sag mal, ist okay. Ja. Kofferraum lässt sich auch öffnen. Da drin befindet sich die kleine Lachgasflasche. Ja, das sogenannte NOS. Und ein Feuerlöscher. Ja, die Flasche natürlich auch nochmal mit einem kleinen Aufkleber verziert. Sieht ganz gut aus. Ja, auch schön, die macht hier diese riesen Heckklappe, dass sie im Ganzen öffnet, halt wie beim Original, passt schon. Ja, das Heck an sich auch gut, das Kennzeichen ist gut nachgebildet, die kleinen Schriftzüge sind ganz okay. Was natürlich nicht so extrem gut ist, der Auspuff, ja, diese Wandung von dem Rohr ist natürlich ein bisschen zu breit, ist jetzt nicht ganz so mein Fall, aber ist okay. Ja. Beifahrerseite geht natürlich auch zu öffnen. Kann sich sehen lassen, ist ganz okay, und die Motorhaube geht natürlich auch auf, wobei ich hier sagen muss, dass der Motor einfach nur in schwarz und ein bisschen grau beziehungsweise die silbernen Leitungen dargestellt ist. Beim Original mag ich mich laut dem Film dran zu erinnern, dass da auch ein paar blaue Schläuche mit drin waren, das hätten sie ja ruhig noch machen können, aber okay. Ja, die Motorhaube natürlich mit diesen typischen Bügeln aufgehängt. Ist auch nicht ganz so mein Fall, aber wie gesagt, ja, irgendwo muss man immer Abstriche machen, wenn man ein besonderes Modell haben möchte. Und ja, bei dem ist es leider so. So, zum Weiteren ist halt das die Street Glow Variante, wie schon bereits erwähnt. Und die hat besonders am Unterboden, ist die etwas anders wie die normale Version. Ja,
Ihr seht schon hier, das sind die kleinen Leuchtmittel, also wie kleine LED-Röhrchen, die das grüne Licht quasi produzieren. Und hier am Heck ist ein kleiner Kasten. Oh, ihr seht schon, dann geht es auch kurz an. Und hier befinden sich die Batterien drunter. Ja, also man kann das hier aufschrauben. Ich habe den Deckel auch nicht richtig fest zugemacht, muss ich gerade sagen. Und hier kommen dann die Batterien rein. Ja, natürlich eigentlich nur drei von denen. Ich habe hier noch eine vierte von etwas schwächeren reingemacht, weil ich gerade keine anderen hatte. Aber das tut der Sache keinen Abbruch, funktioniert genauso. Und ja, und dann hat man hier halt diesen kleinen Knopf. Wenn man den drückt, leuchtet quasi das Unterbodenlicht. Ja, im Vergleich, ich habe hier nochmal die normale Version von dem Auto. Und da seht ihr schon, die sieht etwas anders aus. Ja, der kleine Kasten am Unterboden fehlt und die Leuchtstoffröhrchen natürlich genauso. Ja, hier im Vergleich. Sonst ist das komplett dasselbe Modell. Also ja, ihr seht schon, es ist wie ein Spiegel, sind genau dieselben Modelle. Nur halt der Unterboden unterscheidet sich. Und ja, ansonsten natürlich ein sehr cooles Feature. Ja. Und von der kompletten Fast & Furious Reihe gibt es auch, glaube ich, nur 4 oder 5, die eben in dieser Street Glow Variante erhältlich sind. Und auch nur Modelle vom ersten Teil, also von The Fast & Furious. Es gibt ja noch RT-Modelle vom zweiten Teil und vom dritten. Und naja. Und wie gesagt, nur vom ersten Teil sind 4 davon erhältlich in der Street Glow Version. Und ja, das sind aktuell so die besten Fast & Furious Modelle. Ja, es gibt natürlich noch eine Version von Greenlight, die mir nicht ganz so gut gefällt. Und wie gesagt, die normale RT-Version, die seht ihr hier, die habe ich genauso. Und ist 1:1 dasselbe Modell, nur eben, dass das Unterbodenlicht fehlt. Ja. So, aber im Großen und Ganzen macht das Ding schon echt keinen schlechten Eindruck. Ja, ist halt ein RT-Modell, muss man eben dazu sagen. Da sind immer leichte Abstriche da, die man machen muss. Aber sonst ist der schon extrem cool. Ja. Innenraum ist halt auch ziemlich einfach. Ihr seht ja auch an den Türen diese massiven Bügel. Da diese grünen. Ist immer so eine Sache, aber geht halt manchmal nicht anders. Ja, sonst die Sitze recht einfach. Mit ein paar grauen Gurten. Wie das halt so beim Originalauto auch war. Und ja, im Großen und Ganzen schönes Ding. Ja, als Street Glow natürlich nur noch schwer zu finden und wenn dann auch ziemlich teuer. Ja, ich bin froh, dass ich einen habe und ja, das soll es auch schon gewesen sein zu dem Modell. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ja, wie immer vergesst nicht zu abonnieren, um keine neuen Videos von krassen Modellen zu verpassen und ja, jetzt kommen wie immer noch ein paar Detailbilder. Ich wünsche euch viel Spaß und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.